da Boxerschutz kauft. Oder stell dir vor, meine Mutter würde mir meine Tangas kaufen. Melina, so eins möchte ich auch haben. Wie schick ist das denn? Ich will auch eine Barbie sein. Quatsch. Der ist halt total traurig. Wir wissen auch nicht, wo er die verloren hat. Ja. Hallo zusammen, ich grüße euch. Wir haben heute Samstag. Wir haben Besuch. Caritos Eltern sind da und die sind total durchgedreht. Sie freuen sich sehr. Das Ding ist leer. Ich weiß, es hat Wir feiern heute Caritos seinen Geburtstag ein bisschen nach. War das im Kühlschrank? Das? Ja. Nein. Ich habe das Gefühl, du hast es gerade aus dem Kühlschrank geholt. Nein. Für Caritos gibt es eine Torte, eine Erdbeertorte. Essen die Kinder auch sehr, sehr gerne, also selbstgemacht. Genau. Die wollte ich aber hier gar nicht stehen lassen. Oder doch, ich wollte ein Bild machen, deswegen habe ich es da geholt. Die Foto wollte ich noch mal machen. Dann hatte die Melina ja Ende Februar Geburtstag. Das ist für die. Nee, dann ist das für die Luisa. Nee, das sind Pants. Das ist für die Luisa, nicht für Dario. Hast du gehört? Ja. Das wollte ich jetzt sagen. Achso, die Melina hatte Ende Februar Geburtstag und die Oma macht das immer so, dass sie mit den Kindern einkaufen gehen und Geschenk kaufen und dann darf die sich was aussuchen. Bei Müller wird sie. Meistens ist es bei Müller. Die Oma meinte, ja, die haben alles und die Oma meinte, sie möchte gerne bei Müller. Genau, dann geht die Melina mit. Mal schauen, was sie sich da aussucht. Und sonst sind wir eigentlich zu Hause. Genau, Caritos war eben einkaufen. Da habe ich ein witziges, ja. Caritos kriegt Boxershort zum Geburtstag von der Mutti. Guck, wie der grinst. Sind das die? Wie, was wolltest du sagen? Tradition. Tradition. Als Baby die Windel gekauft, als erwachsener Mann die Boxershorts. Ja, aber die sind cool. Das ist immer so. Die bringt wirklich tatsächlich, ich kenne niemanden, wo die Mutter Boxerschutz kauft. Oder stell dir vor, meine Mutter würde mir meine Tangas kaufen. Ach, Socken kauft die auch. Stell dir mal vor, meine Mama kauft mir meine Höschen. Ah, da sind sie doch. Caritos, stell dir vor, meine Mutter würde mir meine Höschen kaufen. Das würde ich... Was? Das würde ich ja schon komisch finden. Aber eine Mama kauft einen Sohn? Was hast du gerade gesagt, Melina? Was? Jan hat dich gehauen. Wie gehauen? Aus Spaß. Ja, das willst du nicht schlafen. Und ich darf sie dann wegräumen. Der ist verwöhnt, der Caritos. Doch, das kann ich euch sagen. Von Mutti und von mir auch. So. Dann packen wir die mal aus. Die werden natürlich gewaschen. Jetzt. Also jetzt machst du die in die Wäsche. Oh, was ist das denn für eine tolle Tasche? Darf ich gucken? Wow, die ist aber wirklich klasse. Ich finde die richtig hübsch. So eine hätte ich auch gerne in groß für mich. Schaut mal die Tasche. Melina, das hast du, kannst du einmal hier so festhalten. Wenn du das aufmachst, kannst du es einmal so machen. Wenn du Ausflüge machst. Darf ich das mal aufmachen? Dann zeige ich es dir direkt, wie das funktioniert, Melina. So, komm mal her. Den Hand. Ich weiß. Genau so. Perfekt. Geh das mal der Oma zeigen. Sag, Oma ist cool. So, Caritos Socken von Levis. So. Ja, die werden jetzt gewaschen. Die klaue ich ihm immer. Nein, ich trage die auch unfassbar gerne. Meistens behält er dunkle, ich dann die hellen. Ja, ich finde die so cool. Ja, die sind wirklich ganz bequem. Die sind an der unterm Fuß ein bisschen dicker. Das ich sag, die muss das gehören mir. Ja? Ja, ist auch die richtige Größe. Bringt die Oma für jeden Socken mit, oder was? So, dann kannst du mir die auch geben, Schatz. Dann kannst du mir die auch geben, dann tue ich die in die Wäsche. Wäsche Augen. Nein, dann kannst du mir die auch geben, die Söckchen. Die du mir gerade gezeigt hast. Ist sie weggelaufen. So, guck mal, wir machen das so und du räumst den Müll weg. Gibst das einfach dem Papa, der steht in der Küche. Warte, ich gebe dir noch mehr mit. Geht auch gut.
Baumwolle. Nein, Monsters. Monsters, gut. Ja, die Monster sind aus Baumwolle. So. Ah. Festhalten, pass auf, dass das nicht da rausfällt, ne? Wenn der Dario rumläuft, da habe ich ja immer Angst, dass er sich sowas einfängt. Aber ich tue gleich sowieso Staubsauger. Ich bin da wirklich sehr ängstlich. Wie kriege ich das denn ab? Ich glaube, ich muss das mit... Ist das von Luisa? Hat die auch eine? Nee, das ist von Melina, die Tasche. Oder hat die Luisa genau die gleiche? Glaube ich nicht. So. Ja, Carlos war noch einkaufen. Er meinte, soll ich eine Torte mitbringen? Ich meinte, nee, ich mache diesmal selbst. Also ich backe auch sehr gerne, nur fehlt mir da die Zeit. Also ich kann sehr, sehr gut backen und backe. Früher habe ich sehr viel gebackt. Also ne, wie ich erwähnt hatte, meine Hochzeitstorte hatte ich ja selbst gemacht. Und auch so für die Kinder oft gebackt. Aber irgendwann kam das mit dieser Benjamin Blümchen-Torte zum Beispiel. Die finden die alle toll. Selbst wenn ich Geburtstag habe, wollten sie gerne, dass ich die hole. Boah, das ist aber schön. Aber der Kita ist gleich schon. Darf ich das zeigen? Schaut mal. Melina, so eins möchte ich auch haben. Wie schick ist das denn? Ich will auch eine Barbie sein. Quatsch. So, nichts mehr dran. Dann können die in die Wäsche. So. Ist nur ein bisschen schwierig jetzt zu unterscheiden. Die, der Gianna sind nicht genau die gleichen. Was ist das? Schön. So, das tue ich dann in die Wäsche. Aber guck mal. Ja, das muss man abmachen. Und das? Das kann man auch, muss man auch abmachen. So, dann kommt das erstmal. Wäschekorb. Genau, zieht Melina gleich mit der Oma los. Ich weiß nicht, ob ich mitgehe. Oder Carlitos oder alle. Weiß ich nicht. Das gucken wir dann spontan. Ja, Schatz. Was ist? Ja, kannst du da reinwerfen in diesen in Mamas Schmink? Ja. So. So, ihr Lieben, ich ziehe mir jetzt noch die Jacke an und dann fahren wir los. Alle kommen mit, das Auto ist voll, also 7. Opa bleibt zu Hause. Genau. Ein paar Sachen noch einkaufen wollte ich für Dario, ein bisschen Obst. Genau, irgendwas, mal gucken, ob ich irgendwas mit Pflaume finde. So. Dann. Wo ist denn? So, die sind noch da. Die liegt da drin. So, dann. Wollen wir? Achso, wir kochen heute Mittag nicht. Und zwar holen wir Hähnchen und Pommes. Genau, wollten wir getestet haben bei denen. Denn, ja, für ein Event, genau, da wollten wir bei denen ein paar mehr bestellen. Und deswegen dachten wir uns, testen wir die doch mal heute. Und das passt ja auch dann ganz gut. Wir wollen die ganze Hähnchen kaufen und Pommes. Mal gucken, was wir alles so bei ihm kaufen. Und vor allem, wie sie schmecken. Hoffentlich gut, damit das dann auch schon geklärt ist. So, Jacke habe ich an, Schal brauche ich nicht und los geht's. Die Oma macht gerade Fotos von den drei Kids. Und was mit Dario? Hey Dario, sagst du nichts? So, kommen wir, sonst wird es gleich wirklich schon 12 Uhr. Wir haben gerade hier geparkt. Jetzt wird noch ein Bild von Dario gemacht. So, wir sind bei Müller. Ich gucke jetzt noch ein paar Sachen für Dario. Und die Kinder gehen ja Geschenke aussuchen. Also für Dario nehme ich einmal die mit. Ist auch Pflaume. Gefällt dir, Dario? So, haben noch ein zweites zum Testen von Vivita. Auch mit Pflaume. Die finde ich total schön. 6 bis 18 Monate. Ich kann mich nur nicht entscheiden. Die haben hier so viel Auswahl, wirklich so viel. So, wir stehen am Auto. Wir haben 135 Euro ausgegeben. Also, jeder hat sein Geschenk. Und ich habe halt noch für Dario, also insgesamt 135, ich habe für Dario noch ca. 30 Euro ausgegeben. Zeige ich euch aber gleich noch alles, was wir so eingekauft haben. So, Schatz, ich helfe dir.
Schaut mal, ich zeige euch jetzt schon mal die Spiele, denn Carlitos ist mit der Mutter Hähnchen holen. Was ist, Dario? Oh, Schnuller verloren. Guck mal hier. Schaut. Also, das ist das von Jano. Kannst du gucken, Dario? Cool. Dann zeige ich euch von Luisa, dieser Minimaus-Fan. Die hat sich das ausgesucht. Ne? Die Luisa ist 2 und da Jano ist 8. Und du, wo ist denn dein Schatz? Komm ich dran? Oh, habe ich gegen die Schiene bekommen. Du hast das ausgesucht. Das ist aber ab. Wie war das? 8 oder was? 7. Ja, die Melina, die ist 6. Aber die kann das so toll. Dann durfte die das hier haben. Cool. Wie kommst du denn auf Hunde? Magst du Hunde? 3 in 1. Sie sagt, warum hast du das gekauft? Die kann man dann auch noch machen. Das ist ja cool, ne? Ich mag ja diese Lego, so du 3 in 1 hast. Das finde ich so cool. Da kannst du mehrere Sachen draus machen. Die sehen aber witzig aus. Cool. Ja. So, bevor wir essen, wir waren ja beim Hähnchenmann. So, zeig doch die Einkäufe. Ja, Jano hat sein Käppi verloren. Die hatte ich ihm erst neu gekauft und der ist halt total traurig. Wir wissen auch nicht, wo er die verloren hat, ja. So eine Nike-Käppi, war das so eine dunkelblaue? Echt blöd. 30 Euro hat die gekostet. Nee, nicht wegen dem Geld, also blöd, weil mein Junge die so gerne mochte, ne? Naja. So, was habe ich gekauft? Einmal für Dario eine neue Flasche von Nook. Minnie Maus ist drauf, die hat 9 Euro, also 8,95 Euro. Ne? Richtig cool, bis 18 Monate. Ich glaube, genau, die leuchtet auch nachts. Genau, kann man die besser sehen. Die Kinder essen die hier sehr gerne, also die Lisa. Ne? So, ja, Cornflakes, Kellogs halt, aber ohne Zucker. So, genau. Dann für Dario, die hatte ich euch ja gezeigt. Vivi Vita und das von Pumpkin. Ist das die Marke? Ich weiß nicht, kenne ich gar nicht. Ab 8 Monate, ab einem Jahr. Beide sind mit Pflaume. Warum mit Pflaume? Genau, damit er da so ein bisschen besser abführen kann. Dachte ich mir, vielleicht hilft das ja so ein bisschen. Ob er das mag, weiß ich nicht. Aber ich habe auch noch hier 2 gekauft. Ich wollte sagen, das sind die gleichen. Von Hip, Pflaume in Birne und Pflaume in Birne und Vollkorn. Mal gucken, vielleicht mag er das ja. Ja, der hatte die auf. Aber ich echt blöd, eigentlich müsste man wieder hin, ne? Boah. Müssen wir mal später gucken, weil. Ich will nicht mehr. Vielleicht hat einer die abgegeben. Aber da muss man auch besser drauf achten. Ja. Also nicht nur Kind, sondern ihr. Ihr wart ja mit ihm. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass er die abgemacht hat. Habe ich nicht gesehen. Hast du nichts gefilmt da? Doch, ich habe gefilmt. Wo denn? Aber du sagst doch, du hast gerade auch noch ein Bild gemacht. Ja, ein Bild hat er noch. Ich meine aber, wo die wir wieder halt zum Auto gegangen sind. Auch für unterwegs so zum Mitnehmen oder wenn wir auch in Urlaub sind. Hat 1,95 Euro gekostet. Und dann habe ich noch so 2 Gläschen mitgenommen. Einmal hier das. Ich weiß nicht, ob er das mag ab einem Jahr. Wollte ich mal getestet haben und ich habe eins mitgenommen, was er gerne isst. Das ist das hier. Genau. Aber der David, der ist auch schon vom Tisch mit und so. Nur, der hat halt nur 2 Zähnchen oben und unten. Ja, da kommt jetzt noch ein drittes unten. Aber viel zu wenig Zähne, um halt ja, sowas zu essen. Und wenn er dann so merkt, hier bei 12 Monaten oder ein Jahr, dann sind so ja, recht große Teile. Und sowas mag er dann nicht. Dann spuckt er das mal so raus. Oder auch wenn ich koche und die Teile. Ja, sei es jetzt ein größeres Stück Nudel, Reis, Kartoffeln, dann spuckt er das aus. Muss das wirklich immer so klein matschen. Ja, mal gucken. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen was länger her. So, jetzt werden wir erstmal essen und ich melde mich einfach später nochmal. Machst du Quatsch, Luisa? Ich war gerade hier mit Darm am Spielen, habe ihm seine neue Flasche fertig gemacht. Allerdings weiß er noch nicht so ganz genau, wie die funktioniert, oder wie, Dario? Die da draufstellen. Mostra, Mama. Was ist sie? Ja, sie, Dario. Wer war Agua?
Hier ist es nicht. Hey, Meli! Was machen die Großen? Die sind am Bauern. Zeige ich euch jetzt. Also, ich komme sofort wieder. Das hat die Luisa gerade gemacht. Wo ist die Lu jetzt? Hey. Toilette? Jan ist auch am Bauen. Alle sind am Bauen. So, sieht ja schon noch was aus. Guck mal, da ist eine Tür. Ach, cool. Und da kann man drehen. Ich komme sofort der wieder. Ach, cool. Finde ich ja cool, dass du eine Funktion hast. Ja. Oh. Ich mach ist ja gar nicht so klein. Den machst du gerade? Gut. Und was machst du? Was mähst du? Ach, ich finde die Kleine gar nicht. Wir brauchen die hier. Okay. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ich weiß nicht, da steht aber mal drauf, welche Päckchen, ne? Welche Nummer. Nee, hier aber nicht. Hier ist nicht alles drin. Bei mir steht aber. Ja, ja aber hier. Bei mir steht alles 1, 2. Die müssen das alle aufmachen. Und wieso will der da zeigen? Keine Ahnung. So, ein bisschen Käse zurechtgeschnitten. Das ist portugiesischer Käse. Bisschen Brot. Und ich muss der Klasse in der Mitte suchen. Und dann Kuchen. Schneide ich jetzt erstmal klein. Zurecht. Bringst du noch kleine Teller? Ja? Garlitos? Mache ich dann am besten in 8 Stücke. Ja. So. Teller. Und kann das nicht weg. Nur mit den Kindern, obwohl das Ding, das ist ja richtig praktisch, ne? Das ist eigentlich auch von Tupperware, ja. Der ist auch von Tupperware. Richtig toll. Ich mag das total, ne, wegen der Hülle. Was sagst du? Du strahlst doch kein Teller in das. Was gesagt? Ja, Mädchen, was später. Oma und Opa gehen jetzt gleich auch nach Hause. Carlitos guckt gerade Bundesliga, hat gerade angefangen. Und die Kinder, die snacken jetzt zum Abend noch diese Frühstücks, frische Freunde, Frühstückskringel, Apfel-Erdbeer, das mögen die ja sehr gerne. Und die haben wir jetzt noch neu dazu gekauft, genau, ich glaube 15 Monate. Schmeckt ihnen auch ganz gut. Ja, die sind ohne Zuckerzusatz, das finde ich halt sehr gut, ne? Vor allem für die Lu. Und ja, gleich mache ich die noch fertig und dann legen wir uns hin. Der Kachli guckt Fußball mit Dario. Und ich wollte jetzt hier das Video beenden und dann wollte ich für euch auch schon das Video rüberziehen, damit ich das noch schnell bearbeiten kann, hochladen kann, damit ihr morgen auch ein Video habt. Genau, denn wir haben heute Samstag und Samstag gibt es ja gar keine Videos für euch, genau. Hoffentlich ändert sich das denn bald auch wieder. Momentan brauche ich halt noch den Freitag. Wenn ich Freitag nicht drehe, kann ich Samstag kein Video für euch veröffentlichen. Müsste ich sonst vorher vordrehen. Aber den Stress wollte ich mir auch nicht machen und deswegen dachte ich mir, ja, wir lassen Samstag weiterhin noch aus. Und Sonntag gibt es dann dieses Video für euch. Genau, ja, wegen der Käppi tut mir richtig leid. Gianno meinte gerade auch, no, Mama, jetzt habe ich die Käppi nicht, aber ich gucke gleich mal online, ob wir vielleicht genau die gleiche nochmal kaufen können. Genau, weil er mochte die ja schon so sehr gerne. Gianno hat ja ganz viele Käppis, der ist ja so ein Sammler, oder wie sagt man, das ist so ein Teil, was er total liebt. Er hat viele Käppis. Nike-Käppi, allerdings glaube ich nur die. Und die mochte er sehr, ne? Ja. Die ist halt weg. Wenn man wenigstens wüsste, wo ist die denn, könnte man ja da hinfahren, ne? Wobei, es ist jetzt auch nicht direkt ums Eck. Aber so, ja, ist weg, ne? So, dann wollte ich jetzt hier das Video beenden. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Sonntag. Ja, dann bis morgen. Tschüss.